Man könnte fast meinen, Luise Heinzel hätte einen neuen Tisch oder besser gesagt eine neue Tischunterlage, damit nicht alles immer so dreckig und chaotisch aussieht. Wenn du das denkst, muss ich dich leider enttäuschen, denn mein Tisch ist immer noch hier, in genau dem gleichen Zustand, wie du ihn aus meinen anderen Videos kennst. Das hier ist lediglich eine neue Challenge. Das hier ist keine Tischunterlage, sondern eine neue Challenge. Und das ist definitiv die strangeste Challenge, die ich jemals auf meinem Tisch liegen hatte. Denn aus diesem Material hier soll ich heute ein Junk Journal Cover machen. Ja, du hast richtig gehört. Die liebe Peggy von The Paper Bumblebee hat mir diesen wunderschönen kleinen Tag hier geschickt. Ein kleines Stückchen Kunst, voll schön. Und sie hat mich eingeladen zu dieser Challenge. Also sie hat sich diese Challenge auch ausgedacht. Und sie hat mir hier geschrieben, sie freut sich sehr, dass ich teilnehme. Und sie wünscht mir sehr viel Spaß bei der Herstellung meines Junk Journal Covers. Ja, danke. Ich habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Und ich glaube, ich habe etwas gefunden, was ich ausprobieren möchte. Nichtsdestotrotz ist das hier wirklich ein richtig crazy krasses Material, von dem ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das auf meine Idee reagieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Material mein Freund oder mein Feind wird. Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Teilnehmer bei dieser Challenge, die da sind. 49 Dragonflies, Bollenhut Art, Una Tacita de Scrap und natürlich Peggy, Entschuldigung, Peggy at the Paper Bumblebee selbst. Ich verlinke euch alle Kanäle und alle Videos, die ihr heute finden könnt auf YouTube, unten in der Infobox natürlich. Die anderen Teilnehmer haben natürlich auch jeweils ein Video gemacht, sodass ihr sehen könnt, wie wir alle mit diesem Material umgegangen sind und welche Möglichkeiten es gibt, aus so etwas ein Junk Journal Cover zu machen. Das ist nämlich genau die Idee dahinter, zu zeigen, wenn man ein und dasselbe Ausgangsmaterial hat, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, um daraus ein Cover zu machen. So, und jetzt habe ich mir gedacht, dieses Teil hier, das ist sehr groß, ja. Also ich gehe mal gerade mit der Kamera ein bisschen raus, dass ihr seht, das ist mega groß. Also das ist hier so irgendwie richtig krass groß. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte versuchen, hier drauf eine Art Masterboard zu machen. Aus Spitze. Und hier so kleinen anderen Teilchen. Und Farbe und einigen anderen Sachen, die ich da drauf schmeißen werde. Und dann möchte ich das später durchschneiden, sodass ich mehrere Teile habe, aus denen ich dann Junk Journal Cover machen kann. Denk mir, das ist so groß, dass das für mehrere reicht. Und wenn das funktioniert und dieses Material mein Freund wird, dann kann ich ja auch gleich mehrere machen, sodass ich ein paar im Vorrat habe. Und wenn ich dann mal ein Junk Journal Cover brauche, dann kann ich mir das hervorholen und meine Seiten da rein tun und mich freuen. Das ist der Plan. Dieses Material hat auf der einen Seite eine Oberfläche, ja, wie man das von so einem Keilrahmen kennt, der mit einer Leinwand bespannt ist. Das hier ist vermutlich Gesso oder irgendwie sowas. Und hier, sowohl hier am Rand als auch hier hinten, ist das dieses rohe Material, auf dem das hier aufgetragen ist. Also das ist sehr stabil. Und ich habe aber absolut keine Ahnung, wie das reagiert auf Kleber oder irgendwelche anderen Sachen. Aber wir werden das jetzt nichtsdestotrotz versuchen, das hinzukriegen. Das Erste, was ich mir jetzt mal überlegen möchte, ist, wie ich das später schneide. Normalerweise, wenn man ein Masterboard macht, dann tut man das ja nicht, ne? Also dann überlegt man sich nicht, wo schneide ich. Aber ich möchte gerne meine Spitze hier draufkleben und ich möchte natürlich von diesen über Jahre gesammelten Dingern hier nichts verschwenden. Das heißt also, ich möchte hier nichts haben, was ich später abschneiden muss und das ist dann irgendwie weg, überflüssig. Oder ja, das ist irgendwie dann, das wäre blöd, dann hätte ich da so ein komisches kleines Stück, was ich für nichts anderes vielleicht verwenden könnte. Keine Ahnung. Ich möchte kein Risiko eingehen. Ihr denkt jetzt vielleicht auch, das kann sie doch verwenden. Aber ich möchte kein Risiko eingehen. Ich möchte einfach nur wissen, ob ich das vielleicht einfach zweimal durchschneiden kann, um vier Teile zu erhalten. Also ich möchte das so effektiv wie möglich machen. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich das jetzt hier so habe
Und ich würde das durchschneiden. Hier. Dann hätte ich ja zwei Teile und dann könnte ich beide so falten. Irgendwie ist hier voll der Dreck auf meinem Tisch, Entschuldigung. Irgendwelche Brösel vom Anspitzer. So. Und wenn ich das dann hier durchschneide, dann hätte ich vier Teile, oder? Dann wäre das ein Teil, das dahinter und dieses und das. Ja, genau. Okay. Und so genauso werden wir das auch tun. Ich habe mir jetzt mal gerade hier so kleine Markierungen gemacht. Normalerweise macht man ein Masterboard ja wesentlich unkontrollierter, sagen wir mal, ne? Also man würde das einfach aufkleben und später zerschneiden und das womöglich noch blind. Also blind zerschneiden, sodass man nicht sieht, wo man schneidet. In diesem Fall möchte ich aber das Ganze ein bisschen geplant machen. Auch wenn das eine effektive Methode der Coverherstellung ist, möchte ich das ein bisschen geplant machen, sodass ich jetzt weiß, wenn ich mir das hier jetzt angucke, mein eines Cover ist hier, das nächste ist hier, das nächste ist da und das vierte ist hier, sodass ich das so ungefähr mir überlegen kann, was hier vor sich geht. Ich nehme mir einen Stabilo Allpen als nächstes und jetzt werde ich hier, und zwar mit meiner linken Hand, obwohl ich eigentlich Rechtshänder bin, hier ein bisschen so umeinander kritzeln. Und zwar möchte ich jetzt hier versuchen, so eine Art Aufteilung auf die einzelnen Cover zu bringen. Also, ne, ich hoffe, dass ihr das hier erkennen könnt. Das hier ist eins später, das ist eins, dieses ist eins und das ist eins. Und normalerweise, wenn man ein Masterboard macht, ne, dann denkt man ja über sowas mal sowas von überhaupt gar nicht nach. Da würde man überhaupt nicht drüber nachdenken. Man würde das einfach loskleben. Aber in diesem Fall möchte ich das ein bisschen anders machen, weil ich mir denke, ich habe hier die Chance, am Ende meine vier Ergebnisse zu vergleichen. Ja, also ich habe ja am Ende dann, hoffentlich, wenn hier alles klappt, vier Cover. Und normalerweise, wenn du ein Cover machst, dann hast du ein einziges Teil vor dir liegen und du hast möglicherweise verschiedene Ideen in deinem Kopf, was ja auch gut ist, aber das kann dazu führen, dass du dir denkst, oh, was soll ich denn, was will ich denn jetzt hier machen? Ja, also dass du denkst, oh, ich habe, vielleicht möchte ich das ausprobieren oder das ausprobieren oder das ausprobieren und du hast möglicherweise ja, ein bisschen so Überforderung im Kopf. Also das geht mir ganz oft so, dass ich mir dann denke, Mensch nochmal, was will ich denn jetzt hier eigentlich tun? Und du kannst natürlich vielleicht nicht unbedingt alle Ideen auf einem Cover ausprobieren. Hier haben wir aber die Chance, wenn wir das ein bisschen geplant machen, dass wir später die Sachen miteinander vergleichen können. Und wenn ich vielleicht hier etwas mache und denke, oh, da könnte es noch eine Variation geben, dann kann ich das hier tun. Wenn ich dann denke, ah, oh, später die Farben oder so, will ich verschiedene Sachen ausprobieren, dann habe ich vier verschiedene Flächen, auf denen ich das tun kann. Und das ist mein Plan. Ich habe jetzt diesen wasserlöslichen Stift genommen, weil ich jetzt als nächstes hier Spitze aufkleben will. Und mit dem Kleber werde ich mir das hier verschmieren. Und genau das ist der Plan, sodass ich irgendwie so eine Art Schattenschmier-Schwarz kriege. Also, ich werde mir jetzt hier meine Spitze nehmen. Ich habe hier lauter so Zeug rausgesucht, was schon ewig sich in meinem Vorrat befindet, was ich wirklich über Jahre hinweg gesammelt habe. Und das sind teilweise auch so kleine Teile hier, wie diese von, also das hier war so ein einzelnes Teil, aber das hier zum Beispiel ist von einem größeren abgeschnitten. Habe ich das hier irgendwo, also zum Beispiel sowas hier. Das kann man ja ganz gut immer hier so durchschneiden und dann hat man so einzelne Teile. Und ich habe jetzt bewusst diese kleineren Teile mir rausgesucht, weil ich denke, dass das einfacher ist, das hier aufzubringen. Jetzt nehme ich mir gleich Kleber und zwar werde ich verwenden den Junk Journal Kleber von Funkelkram in der Hoffnung, dass der hält. Also der hält ja normalerweise alles. Jutta sagt, also Jutta von Funkelkram sagt immer auch Stoff auf allem möglichen Stoff, auf Buchcover und so weiter. Klebt gut und deswegen gehe ich davon aus, dass das hier funktioniert. Stark haftender Kleber auf Wasserbasis, besonders geeignet für große Flächen. Bla 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 bla. Ja, hier steht, klebt Papier, Karton, Textil, Leder, Kunststoff. Ich habe große Hoffnung, dass das funktionieren wird.
Als nächstes, nachdem das hier jetzt so einigermaßen trocken ist, also es ist noch ein kleines bisschen klebrig, aber ich denke, man kann hier weitermachen, nehme ich mir ein normales weißes Gesso. Und das möchte ich jetzt hier komplett einmal drüber machen, sodass alles weiß ist. Ich werde versuchen, das in diese Ritzen von diesen Teilchen reinzubringen, sodass die wirklich weiß werden. Man aber trotzdem noch das Muster und diese Struktur von diesen einzelnen Teilchen erkennen kann. Und hier, wo ich mit dem Stabilo Allpen geschmiert, so ein bisschen habe, versuche ich das hier hinein zu blenden, sozusagen in den Hintergrund, wo nur sich das Canvas bis jetzt befindet. Also alles, was spitze ist, wird weiß und der Rest, ja, ihr seht schon gleich. Ich versuche das da mal irgendwie so, dass ihr das versteht, während ich das tue. Sorry. Wenn ich doch immer selber wüsste, was ich hier tue, dann wäre das viel einfacher zu mir erklären. Puh, das war jetzt ganz schön anstrengend. Ich habe jetzt festgestellt, ich bin ein bisschen blöd, ne? Ich habe den Stabilo Allpen am Anfang dahin gekritzelt. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wo ist der jetzt, ne? Ich wollte das eigentlich komplett anders haben. Das macht jetzt aber nichts. Aber es ist Folgendes passiert. Als ich den Kleber drauf gemacht habe und den Stabilo Allpen verschmiert habe, habe ich logischerweise den Stabilo Allpen versiegelt. Das heißt also, jetzt, wo ich das Gesso drauf getan habe, konnte ich das nicht mehr so verschmieren, wie ich das eigentlich verschmieren wollte. Das macht aber nichts. Ich werde das jetzt mal trocknen lassen. Dann werde ich schauen, ob ich an der einen oder anderen Stelle, hier sehe ich gerade, da muss bestimmt noch was hin, noch ein bisschen Gesso hinmachen muss oder ob mir das schon weiß genug ist. Und vor allen Dingen möchte ich dann wissen, wie stabil das Ganze jetzt dann ist. Also wenn das richtig trocken ist, ob das dann ne, da wieder abfällt, wenn ich das biege, oder ob das so bleibt. Und wenn ich das weiß, dann werde ich entscheiden, mehr Gesso oder nicht mehr Gesso. Also ne, ich werde mir hier diese ganzen kleinen Ritzen angucken, ob wirklich überall was ist. Und dann gehe ich dann nochmal wahrscheinlich mit dem Stabilo Allpen drüber. Ich rede gerade total konfuses Zeug, merke ich. Entschuldigt bitte. Und dann, ja, wird das doch wohl hier gut, oder? Könnt ihr das auch schon sehen, dass das richtig gut wird? Leute, das dauert Ewigkeiten, bis es trocken ist. Aber, und es ist noch nicht ganz trocken jetzt, aber ich glaube, die Warterei lohnt sich. Ich kann jetzt schon sehen, dass das hier stabil ist. Ich kann hier nicht, wer weiß, wie dran reißen, weil das noch nicht komplett trocken ist. Aber ich kann hier feststellen, ne, wenn man hier so mit dem Finger macht, dass das nicht runterkommt. Also das wird allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach ganz fest später da drauf sein. Was ich jetzt aber tun möchte, ist zum einen die fehlenden Stellen mit Gesso bestreichen, wo hier noch kein Gesso ist. In der Kamera könnt ihr das höchstwahrscheinlich nicht erkennen. Mit bloßem Auge sehe ich aber hier teilweise noch die nackte Spitze durch. Und das möchte ich auf jeden Fall noch einpinseln, damit das alles wirklich eine gute Schicht Gesso drüber hat. Dann nehme ich meinen Stabilo Allpen und kritzel hier nochmal so ein bisschen rum. Wie gesagt, vorher habe ich mir das ja blöderweise da versiegelt, sodass ich diesen Effekt mit diesem schwarzen, verschmierten nochmal hervorrufen kann. Mit diesem Stift und einer dünnen Schicht Gesso versuche ich das dann noch mal so ein bisschen hier auf diese Flächen zu schmieren, wo keine Spitze ist. Und durch dieses kleine Ding hier bin ich auf die Idee gekommen. Seht ihr das? Hier ist so ein Faden, der kommt von diesem Stern hier. Und ich finde diese Textur relativ cool. Deswegen nehme ich mir ein Nähmaschinengarn und versuche ein bisschen davon so aufgeknüttelt irgendwo noch aufzubringen. An manchen Stellen, wo das vielleicht, ich denke, dass es gut aussehen könnte. Und dann werde ich da einfach ein bisschen Gesso drüber schmieren und das mit Hilfe des Gessos festkleben.
Das Ganze ist noch nicht ganz trocken, aber als ich hier gerade mit meinem Föhn drüber gegangen bin, habe ich mir überlegt, ich glaube, das ist mir zu viel. Ich weiß, ihr könnt gerade überhaupt noch nichts erkennen, aber ich habe das Gefühl, das ist hier zu viel im Hintergrund. Ich habe, als ich das getrocknet habe, überlegt, ob ich nicht vielleicht so ein bisschen so rumkritzeln könnte, noch irgendwo mit einem Stift oder so, also mit einem weißen oder schwarzen Stift oder einfach mit zum Beispiel mit einer Pinzette oder so in das Gesso reinkritzeln, um so Scribbling zu imitieren. Ich bin nicht so gut im Scribbling, aber dann habe ich gedacht, was passiert denn, wenn ich diese Fäden hier hochnehme? Also was passiert, wenn ich das hier hochziehe? Kann ich dann vielleicht eine Struktur in meinem Gesso hinterlassen, die so, oh ja, das funktioniert, die so ähnlich aussieht, als hätte ich da mit irgendwas drüber gekratzt. Dann habe ich das Muster, das funktioniert tatsächlich, dann habe ich das Muster und diese Struktur, aber nicht das hier selbst. Und das geht. Guck mal. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann, aber seht ihr das da? Na, das seht ihr nicht, ne? Ach, so was Blödes. Vielleicht kann ich da später Fotos davon machen, falls noch irgendwas davon zu sehen sein wird. Ich werde die anderen Stellen hier noch ein bisschen mehr antrocknen und dann auch an manchen Stellen das wieder hochnehmen, sodass ich da nur diese Struktur habe. Hier zum Beispiel gefällt es mir ganz gut und hier kann ich mir das auch gut vorstellen, wenn das später fertig ist, dass das gut aussieht. Aber an den anderen Stellen ist mir das ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich das versuchen, ein bisschen zu trocknen und dann wieder runterzuheben, sodass so eine ähnliche Struktur entsteht wie da. Jetzt möchte ich als nächstes mit ein bisschen Strukturpaste, dafür werde ich diese hier verwenden, von Ranger, Texture Paste Matt von Ranger. Ich möchte versuchen, die Textur dieser Spitze, die sehr massiv ist, und den Hintergrund noch so ein bisschen mehr zu vereinen. Es gibt hier sehr viele so ganz gerade Übergänge. Ja, also zum Beispiel dieses hier, das finde ich total furchtbar. Und über diese Übergänge möchte ich versuchen, mit Hilfe einer Schablone diese Strukturpaste zu streichen, um diese, ja, massive Textur, diese Höhe von der Spitze, dem Nix, was hier jetzt drauf ist, auf dem Hintergrund, ein bisschen anzugleichen. Macht das irgendeine Art von Sinn? Ich weiß es nicht, aber das ist jedenfalls das, was ich jetzt tun werde. Jetzt muss ich nochmal gerade losrennen und mir eine Schablone aussuchen. Das Ganze ist jetzt getrocknet und es fühlt sich sehr stabil an. Also ich meine, diese Leinwand war natürlich vorher auch schon stabil, aber ich meine nicht so fluffig. Ja, es ist immer noch ein Soft, ja, aber trotzdem stabil. Also wisst ihr, was ich meine? Ich mag das sehr gerne, wenn so Softcover nicht so fludderig sind. Und ich glaube, dass ich das hier tatsächlich erreichen konnte. Okay, als nächstes möchte ich dann gerne Farbe hier drauf bringen. Endlich. Ich habe drei für mich relativ neutrale Farbtöne ausgewählt aus dieser Distress-Linie von Tim Holtz bzw. Ranger. Wir haben hier einmal Forest Moss und Brushed Corduroy als Oxide Spray und Walnut Stain als normales Spray Stain. Und um kontrastreiche Farben zu integrieren, habe ich mich entschieden für Wild Honey und Salvage Patina, einmal als Oxide und einmal als Spray Stain. Das hier habe ich leider nur in dem Refiller, aber ich denke, das müsste trotzdem gehen, das irgendwie da drauf zu bringen. Ich werde mit Brushed Corduroy anfangen, weil das so medium intensiv ist, würde ich mal sagen. Ich habe hier auch gleichzeitig schon meine Wasserspritze in der Hand, damit ich das ein bisschen verteilen kann, damit mir das nicht gleich von Anfang an sehr so intensiv wird. Denn diese Sprays, die sind sehr intensiv, sehr, gerade die Oxide-Sprays, sehr pigmentiert. Und ich möchte das mit Wasser ein bisschen verlaufen lassen, sodass das Ganze nicht gleich zu krass am Anfang aussieht.
wenn man das ziemlich nah an das Canvas hält, ist das ganz gut. Dann spritzt das nicht, wer weiß, wie umeinand. Hier schaut es richtig cool aus. Das reagiert sehr unterschiedlich auf den unterschiedlichen Materialien. Auf der Strukturpaste kommt die Farbe total anders raus als auf der Spitze. Das überrascht mich jetzt gerade etwas. Wobei, eigentlich überrascht mich das nicht, weil das kennen wir ja eigentlich von den Oxide-Medien, dass das sehr unterschiedlich reagiert auf den verschiedenen Untergründen. Hier vermischt sich das gerade überhaupt nicht. Das ist Forest Moss, meine absolute Lieblingsfarbe, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, wenn ihr diesen Kanal schon länger kennt. Damit darf man also nicht sparen. Das Forest Moss ist jetzt irgendwie komplett verschwunden. Keine Ahnung, wo es hin ist. Auf jeden Fall ist es weg. Also man kann es noch da so leicht in Spuren erkennen hier oben. Aber es ist ziemlich weg. Ich glaube, ich darf nicht ganz so viel Wasser spritzen, weil das saugt sich sehr in die Spitze rein. Ich meine, das ist das Ziel, ja, dass das da sich so in die Spitze auch reinsaugt. Aber so ganz verschwinden, damit bin ich jetzt nicht so einverstanden. Also, habt ihr das jetzt gerade gesehen? Die Farbe verschwindet. Auf der Texture Paste bleibt die Farbe hocken, also diese Tinte. Diese Texture Paste von Ranger ist, wenn mich nicht alles täuscht, Gesso-basiert. Ich meine, der Tim hat das in einem seiner Videos mal gesagt, oder wahrscheinlich in mehreren, aber ich habe es neulich in einem Video gesehen, dass das Gesso-basiert ist. Und warum bleibt dann die Tinte hier drauf und da verschwindet sie? Wenn wir irgendwas anmalen mit Oxide-Ink oder mit normaler Tinte und wir gehen mit Gesso drüber, dann haben wir doch eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das Gesso die Tinte wieder hochzieht und niemals komplett weiß bleibt. So ein Effekt wie hier, also eben umgekehrt. Ja, wenn ich jetzt die Tinte zuerst drauf gemacht hätte und dann Gesso, würde es das so hochziehen. Das kennen wir schon von anderen Projekten. Warum aber geht das jetzt andersrum nicht, dass sich das jetzt hier nicht einfärbt, sondern dass das da absinkt? Das ist mir unbegreiflich. Ich werde jetzt hier noch ein paar Experimente anstellen. Ich werde hier noch ein bisschen mehr draufschmeißen und gucken, weil schaut mal hier, hier ist das ganz gut. Hier ist aber auch ziemlich viel Strukturpaste. Aber hier zum Beispiel sitzt die Tinte auf dem Hintergrund. Ja, also die Tinte sitzt auf dem Canvas selbst, wo das Gesso drauf ist. Da tut sich das nicht so vermischen, komischerweise. Ich hatte gedacht, ich kann das hier noch ein bisschen einblenden wieder. Und dann schaut das gut aus. Überall, wo die Strukturpaste ist, schaut das wunderschön aus. Ich finde das total genial. Dieser Bereich hier gefällt mir total gut. Aber hier, ich weiß nicht, so hatte ich mir das nicht gedacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht alles umsonst. Und ich hoffe, dass ich das noch irgendwie hinkriegen kann. Hier zum Beispiel, das Brushed Corduroy verwandelt sich hier in so ein komisches Türkis. Obwohl ich Türkis ja noch gar nicht verwendet habe. Richtig, richtig merkwürdig. Ja, ich werde hier noch ein bisschen rumexperimentieren, noch ein bisschen rumspritzen und wieder trocknen. Vielleicht lasse ich das auch mal eine längere Zeit liegen. Vielleicht verändert sich das dann farblich noch. Keine Ahnung. Und dann sehen wir uns wieder. Thank you.
Also, was ich jetzt herausgefunden habe, ist Folgendes. Wenn ihr das Spray-Stain sprüht, ja, also nicht das Oxide-Spray, sondern dieses in Anführungsstrichen normale Inkspray, und ihr lasst das sprüht mit Wasser, also ihr, was will ich hier sagen? Ihr lasst das pur, ja, sprüht da kein Wasser drauf, trocknet das wesentlich intensiver, als wenn ihr das mit Wasser so umhersprüht. Ich habe das Gefühl, das Wasser zieht alles irgendwie in diese Spitze hinein. Bei dem Oxide-Spray habe ich jetzt wesentlich weniger Wasser gesprüht als vorher und auch das funktioniert dann besser. Ihr seht hier Stellen, das hier ist mit dem Reinker gemacht von dem Wild Honey. Da habe ich auch nur ganz bisschen Wasser gesprüht, sodass sich das gerade so verteilt. Das sieht man sehr gut. Das Salvage Patina, das normale Spray, sieht man hier auch relativ gut. Das ist noch nicht komplett trocken. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, je mehr Lagen ich mache, desto besser kommen die einzelnen Farben durch. Darf man natürlich nicht alles wild durcheinander sprühen. Wenn ich es hier intensiver haben will, muss ich hier nochmal Salvage Patina sprühen und nicht irgendwas anderes, ne? Sonst würde sich das komplett irgendwie wahrscheinlich zu einem Braun vermischen oder so. Was ich jetzt allerdings tun möchte, ist, ich möchte das jetzt in seine vier Teile schneiden, sodass ich dann sehen kann, wie jedes einzelne Cover später aussehen wird, um dann die sozusagen fertig zu machen. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen. Ich hatte am Anfang gesagt, wenn man vier solche Teile später hat, kann man auch noch ein bisschen herumspielen und schauen, was gefällt mir hier besser, was gefällt mir da besser, was kann ich vielleicht noch ein bisschen variieren oder so. Und jetzt seht ihr, dass ich eigentlich überall die gleiche Farbkombination gemacht habe. Das war ursprünglich überhaupt nicht so geplant, überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich das verschieden machen, aber als ich die ersten Reaktionen hier gesehen habe, insbesondere dieses Grün, was entsteht durch diese gelb-bräunlichen Töne und das Türkis, habe ich gedacht, das schaut so genial aus, dass ich auf jeden Fall alle vier in der gleichen Farbpalette haben möchte. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier so gemacht habe. Aber das kann man natürlich auch anders machen und man kann natürlich auch seine Meinung ändern, wenn man sowas betreibt. Dann kann man ja sagen, ne, ich finde das jetzt so toll, ich muss das jetzt unbedingt so haben, wie es jetzt ist. Und genau das ist hier passiert. So, jetzt werde ich irgendwie versuchen, das Ganze hier zu vierteln. So, ihr Lieben, ich bin zurück. Wie ihr seht, habe ich hier in drei von meinen vier Journals Seiten eingefügt. Ich habe mir gedacht, also wartet, ich zeige euch das hier dran. Das ist das, was ich jetzt noch nicht fertiggestellt habe. Das möchte ich gleich mit euch zusammen machen. Wenn ich euch das hier gezeigt hätte und hätte gesagt, hier, das ist mein Cover, ne? So ist es jetzt fertig. Müsst ihr euch so vorstellen und dann stellt euch mal vor, da sind Seiten drin. Das wäre mir jetzt irgendwie ein bisschen blöd vorgekommen, weil das kann man sich so überhaupt gar nicht vorstellen. Das hat eine total andere Form, eine total andere Optik. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir diesen Aufwand hier schon betreiben, dann können wir auch gleich Seiten reintun. Und genau das habe ich hier getan, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, wenn ihr sowas selber mal machen wollt, wie das später tatsächlich aussieht, wenn das ein richtiges Buch ist. Also, ich habe jetzt hier für meinen Rücken 5 cm Rücken benutzt. So habe ich dann hier mein Seitenformat gefunden. Das wird aber natürlich, wenn ihr das nachmachen wollt, bei jedem von euch ein bisschen unterschiedlich sein. Je nachdem, wie dick ihr das haben wollt und je nachdem, wie euer Empfinden für Proportionen ist. Ja, also ich habe jetzt hier nicht wirklich gemessen sozusagen. Ich habe versucht, eine Zentimeteranzahl zu finden, die für mich hier Sinn gemacht hat für den Rücken und habe dann geguckt, ob mir die Seiten in dem Format passen, sodass ein, ja, für mich von den Proportionen her normales kleines Journal entsteht. Für mich muss das immer so ein bisschen so, ist da, wenn man das so anfasst, das muss immer irgendwie so Sinn ergeben für die Hände schon beim Anfassen. Das wird natürlich bei euch vielleicht ein bisschen anders sein. Hier habe ich jetzt auf die 5 cm 9 Signaturen drin und ich habe in diesen 9 Signaturen relativ neutrales Papier genommen, wie ihr sehen könnt. Das ist alles Kaffee- oder Teegefärbtes Papier, teilweise Buchseiten, die sind aber auch komplett noch unbehandelt. Hier ein bisschen so Edith Holden Buchseiten, aber auch nicht in jedem. Und ich habe versucht, das so ein bisschen, ja,
interessant zu machen durch neutrale Seiten, die eben nicht Kaffee oder Tee gefärbt sind. Aber der Rest ist wirklich hier, seht ihr, ne, hier so ganz neutral. Weil ich auch mal etwas machen wollte, wo man wirklich ganz, ganz viel Platz zum Schreiben und eigenem Gestalten hat. Wenn ihr euch das anschaut, dann kann ich das hier vorne noch ziemlich zusammendrücken. Also das ist sehr, sehr dünn eigentlich, dieses Journal. Dass das so auffluft, liegt einfach nur an der Methode, wie ich die Seiten hier behandelt habe, dass das von außen hier auch schön aussieht und nicht so abgeschnitten. Und dadurch werden die Seiten eben so ein bisschen fluffig durch diese spezielle Methode. Und in Wirklichkeit ist aber da total viel Platz. Und dadurch, dass das ein Softcover natürlich ist, verzeiht das natürlich auch relativ viel, was an Dicke dazukommt. Ja, also man könnte jetzt hier noch alles Mögliche reinkleben. Man könnte irgendwelche Postkarten oder Fotos oder sowas da drin sammeln. Oder den Frosch im Hals ausschneiden und reinkleben. Heiliges Kanonenrohr. Oh, Entschuldigung. Ja, jedenfalls ist das jetzt hier so. Und was ich hier dran interessant finde, man kann bei jedem Journal eigentlich selber entscheiden, wo vorne und hinten ist. Für mich ist jetzt bei diesem hier vorne, das macht für mich irgendwie Sinn. Erstens finde ich das hier schöner und zweitens ist das für mich, ja, das ist für mich jetzt persönlich mehr ein das Vordercover, ja. Aber wenn ich das umdrehe, schaut euch das mal an, man könnte das auch so rum verwenden. Und ich denke, das ist persönliches Empfinden, was man als oben und unten von einem Cover empfindet. Für mich ist dieses Dunkle hier eher unten, sodass ich das eher so rumverwenden würde. Aber das ist natürlich komplett Empfindungssache. Ja, man könnte ja auch noch irgendwas da drauf machen. Wenn man das jetzt zum Beispiel so rumverwenden würde und man würde hier unten so ein kleines Label oder sowas drauf machen, wo drauf steht Tagebuch oder so, dann kann das schon wieder komplett anders wirken und das komplette Teil kann plötzlich so rum richtig rum sein. Was ich hier dran auch interessant finde, ist, man kann natürlich auch sowas benutzen. Also hier wäre das zum Beispiel auch so. Für mich ist jetzt das vorne. Aber man kann das auch so rumverwenden natürlich. Macht man sich hier vielleicht eine Beschriftung drauf und auf der anderen Seite auch. Und dann könnte man auch theoretisch natürlich das von beiden Seiten verwenden. Spricht ja nichts dagegen, das Journal so aufzuschlagen und hier zu schreiben. Also ne, so richtig rum, wie man halt hier so schreiben würde. Und dann kann man das umdrehen und von der anderen Seite auch anfangen zu schreiben. Vielleicht über etwas komplett anderes. Und dann trifft sich das irgendwann in der Mitte. Also ja, da hat man hier vorne in dieser Richtung geschrieben und hinten in der anderen Richtung. Und irgendwo in der Mitte trifft sich das. Finde ich jetzt auch nicht ganz so blöd. So, von der Idee her. Man könnte das natürlich auch als eine Art Partner-Tagebuch benutzen. Oder so Mutter-Kind-Tagebuch oder sowas. Der eine schreibt von der einen Seite, der andere schreibt von der anderen Seite. Und irgendwann trifft sich das in der Mitte. Da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was ich aber echt cool daran finde, ist, dass wir das aus ein und demselben Masterboard geschnitten haben und das so unterschiedlich geworden ist. Also, dass man das sowohl so umdrehen kann und man hat das Gefühl, eigentlich ist es egal, wie rum ich das verwende, das schaut immer irgendwie cool aus. Bei diesem jetzt eher vielleicht, bei diesem ist es am ehesten so, dass das hier falsch rum aussieht, ne? Seht ihr das auch so? Also hier würde ich sagen, ist definitiv das Vordercover. Hier könnte man vielleicht auch noch irgendwie so ein Label drauf machen oder irgendwie so einen kleinen schönen Schmetterling oder eine Blume oder sowas, sodass das hier wirklich so ein richtiger Fokuspunkt wird. Dann ist das vorne und das ist höchstwahrscheinlich hinten, weil wenn diese Dinger so runterhängen, schaut das eher richtig rum aus, würde ich mal sagen. Aber ich finde das total faszinierend, wie das jetzt so rausgekommen ist durch dieses Auseinanderschneiden. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, ich habe dieses Distress Resist Spray genommen und habe da zwei ganz dünne Lagen hier drauf gesprüht, weil wir haben ja vorher die Ink Sprays benutzt und die sind ja nicht wasserfest. Und ich möchte natürlich nicht dieses Journal irgendwo mit hinnehmen und darüber rubbeln und ich habe Tinte an meinen Fingern oder ich nehme das womöglich mit auf eine Reise und plötzlich fängt es an zu regnen. Ich sitze gerade draußen irgendwo und mir fließt die Tinte da weg. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Deswegen habe ich das hier mit eingesprüht und das macht das resistent gegen Wasser. Jetzt ist es so, das kann man in der Kamera nicht so gut sehen, das ist relativ glänzend geworden, wenn man das so gegens Licht hält. Wenn man ganz normal drauf guckt, sieht man das nicht. Wenn man das aber gegens Licht hält, seht ihr das da oben, dann ist das relativ glänzend. Was man jetzt hier natürlich noch machen könnte, wenn man diesen Glanz nicht mag, ist eine Schicht matten Mod Podge zum Beispiel drauf zu streichen. Ich habe gerade keinen da, sonst hätte ich es gemacht.
oder irgendwas anderes, sodass das der Glanz wieder verschwindet. Ich finde aber auch, dass der Glanz so ein bisschen dafür sorgt, dass das weiterhin mehr wie eine Leinwand aussieht. Das kann man in der Kamera ganz schlecht sehen, aber so vom Gefühl her habe ich hier ein zusammengefaltetes Wandbild in der Hand. Und wenn ich das, nur wenn ich das, was heißt nur, aber wenn ich das dann aufschlage und ich sehe die Seiten da drin, dann denke ich mir, oh, das ist ja ein Journal so, ne? Ich meine, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen. Aber vom Gefühl her ist das immer noch das Bild von der Wand abgenommen, zerschnitten und irgendwie als Journal umgewandelt. Versteht ihr? Also so, als wenn das von vornherein ein Wandgemälde gewesen wäre, das man zerschnitten hätte. So, das fühlt sich irgendwie, das ist ganz eigenartig. Ich bin, muss ich sagen, sehr skeptisch gewesen, dieser Challenge gegenüber am Anfang. Und jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich das hier in den Händen haben darf, weil ich jetzt merke, wie sich das anfühlt und wie cool das eigentlich ist. Ich wäre sonst nie in meinem ganzen Leben nicht auf die Idee gekommen, aus einer Leinwand ein Cover zu machen. Im Leben nicht. So, weil ich weiß, dass mich einige danach fragen werden, wie ich die Signaturen in die Journals reingebracht habe, werde ich einen kleinen Teil an dieses Video jetzt hier anschließen, der eigentlich nicht zur Challenge gehört, und euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Weil ich weiß, es kommen einige Fragen, und da habe ich mir gedacht, dann kann ich das euch ja auch gleich zeigen, wie ich das gemacht habe, sodass ihr dann sehen könnt, wenn ihr dieses hier gemacht habt für euch selbst, wie ihr die Signaturen da reinkriegt. Also, um hieraus ein Journal zu machen, habe ich Folgendes getan. Ich habe mir zuerst ein Stück Stoff gerissen. Ignoriert bitte kurz die Existenz von diesem Teil hier. Es war natürlich nicht von Anfang an da, logisch. Ich habe ein Stück Stoff gerissen, das ein bisschen größer ist als dieses Teil hier. Ungefähr einen halben Zentimeter Überstand habe ich hier gelassen, sodass später dieser coole abgerissene Rand hier von dem Stoff außen bei dem Journal zu sehen sein wird. Ihr könnt das natürlich auch genauso groß reißen, wie dieses Teil ist, aber ich finde, schaut immer schön aus, dann hat man hier noch so eine zweite Lage. Das Ganze schaut nochmal interessanter aus, als wenn es gleich groß wäre. Dann habe ich beschlossen, dass mein Rücken 5 cm sein soll, habe mir diese Pappe geschnitten und dann insgesamt 9 Signaturen hier eingenäht, sodass ich dann hier diese Seiten jetzt habe und diese Pappe natürlich von innen nicht zu sehen ist, sodass der Stoff diese Pappe überdeckt und dabei hier hinten trotzdem ein stabiler Rücken entsteht, wenn ich das später da reinmache. Und dann habe ich das Ganze genommen, dieses Teil umgedreht und jetzt werden wir das hier reinkleben. Als erstes müssen wir jetzt mal rausfinden, wo die Mitte von diesem ganzen Cover ist. Für das nehme ich mir hier eine Klemme und klemme das einfach so zusammen, sodass ich hier unten die Pappe sehen kann und genau messen kann, wo das jetzt sitzen muss. Ich mache jetzt einfach hier so eine Linie, sodass ich sehen kann, wo ich das hinkleben muss. Man kann das auch dann nochmal kontrollieren, ob das immer noch den gleichen Abstand hat. Man weiß ja nie, was man da so tut, ne? Ich kontrolliere das immer ganz gerne nochmal. Ich mache jetzt hier 2 dünne Schichten Kleber. Und zwar eine auf das Cover und eine auf den Rücken von dem, was ich hier in meiner linken Hand habe. Weil ich festgestellt habe, dass der Kleber leichter anzieht, wenn ihr das so macht. Und außerdem könnt ihr das leichter hin und her jetzt noch schieben. Von der Höhe her muss das natürlich jetzt auch passen. Kann ich euch hier nicht zeigen, weil dafür müsste ich das komplett umdrehen und dann kriege ich es nicht mehr draufgeklebt. Ich richte das jetzt von der Höhe auf die Mitte aus und gehe dann da an meine Linien, die ich mir davor gemacht habe. So, dann nehmen wir uns nochmal Kleber. Jetzt müssen wir natürlich noch diese Stoffstückchen hier vorne und hinten festkleben. Jetzt müssen wir das Ganze trocknen lassen. Und für diesen Vorgang nehme ich am liebsten so eine Klemme. Klemme die hier oben dran, dann kann das nämlich so von alleine stehen. Und dann lege ich das so irgendwo hin und lasse das über Nacht komplett durchtrocknen, bevor ich das zum ersten Mal schließe, dieses Journal.
Wenn das hier komplett durchgetrocknet ist, dann könnt ihr das natürlich schließen und dann habt ihr so eine Optik wie das hier. Und jetzt seht ihr schon, dass hier diese Ecke, also ich habe die da noch so ein bisschen rübergeklappt und so ein bisschen gedrückt, ne, damit das wirklich so bleibt. Das Journal ist ja noch nicht in Gebrauch gewesen. Wenn ihr das öfter auf und zu macht, ich weiß das aus Erfahrung von anderen Softcovern, dann wird das irgendwann hier richtig gut und richtig, weißt du, das muss ich erst so ein bisschen ein... Ich habe kein Wort dafür. Was ist das Adjektiv dafür? Ich weiß es nicht. Das muss er sich so ein bisschen so, ne? Wenn ihr das oft auf und zu macht, dann geht das irgendwann viel, viel leichter. Aber ihr braucht halt diesen Knick. Entschuldigt bitte diesen kleinen Wortfindungsausfall. Ihr braucht diesen Knick, dass ihr die Optik eines Buches erreichen könnt. Wenn ihr das wollt, natürlich. Wenn ihr sagt, ich will das hier rund haben, vergesst den Knick. Aber so habt ihr das jetzt dann. Und dann habt ihr hier diese coole Optik, sodass das wirklich so ein Rechteck ist. Oder so ein Quader, besser gesagt. Und dann habe ich einfach hier mit der Nähmaschine mal so rüber genäht. Zum einen, weil ich wissen wollte, ob das funktioniert. Es hat einwandfrei funktioniert. Ich bin ganz begeistert. Und zum anderen habe ich das aber gemacht, um einfach so einen kleinen, so ein kleines Highlight und so ein kleines Artsy Highlight hier zu haben. Und diesen schwarzen Kontrast, den finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich bei allen anderen auch gemacht und werde ich dann bei diesem auch machen. Das dürft ihr ja natürlich erst machen, wenn es wirklich getrocknet ist. Ansonsten ruiniert ihr euch eure Nähmaschine und der Stoff zieht sich weg. Also bitte nicht durchnähen, wenn der Kleber noch nicht trocken ist. Ja, so. Ich glaube, das war's von mir. Jetzt räume ich hier meinen Kleber auf. Und dann bin ich sehr gespannt, was die anderen Menschen in dieser Challenge getan haben. Vergesst bitte nicht, unten die Infobox abzuchecken und euch die anderen Videos der anderen Teilnehmer dieser Challenge anzuschauen. Denn die haben natürlich auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit diesem Canvas etwas gemacht. Und ich bin selber schon ganz gespannt. Während ich das hier aufnehme, weiß ich ja noch nicht, was die gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Ich schätze, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, muss ich mir nochmal sowas organisieren, so eine Leinwand, um die anderen Ideen auszuprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, sowohl beim Anschauen der anderen Videos, ich hoffe, das hat euch gefallen, als auch beim Nachmachen natürlich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüssikowski.